Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Ich bin gerade nach Hause gekommen und dachte, oh, einfach mal wieder richtig geil Mario zocken. Warum auch nicht? Weiß auch nicht. Eigentlich, wenn ich nach Hause komme, habe ich dieses Aufnahmebedürfnis überhaupt nicht. Aber jetzt gerade schon irgendwie, muss ich sagen. warum auch immer, ist mir gerade egal. Ui. Vielleicht, weil ich einfach ein gewisses Mitteilungsbedürfnis habe. Hurry up, he's already awake. Okay. Weil ich so ein Mitteilungsbedürfnis habe, weil ich gerade relativ... Ach so, jetzt will mich hier jemand erschießen, oder was? Ach lol, du kommst von unten, du kleine Schnitte. Ja, weil ich eben relativ lange in der S-Bahn gesessen habe. Von, vom Alex bis runter nach... Sagen wir so, Richtung Wannsee. Hui. Ja. Weiß gar nicht, wie lang das war, aber naja, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir da schon mal einen Schlüssel. Ah ja, ich kann mir schon denken, wie wir da dran kommen. Irgendwie so vielleicht. Nee, oder auch nicht. Okay, weil ich da nicht hochkäme. Vermeide Diet, oder? Komme ich da hoch? Nee, da komme ich nicht. Ach, mit ihm komme ich da vielleicht hoch, ne? Gucken, ob ich da einen Spinjump hinkriege. Na, komm nochmal, bitte. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, nehmen wir Anlauf. Shit, shit, shit. Oh! Nein! Okay. Beim nächsten Versuch. Und go. Nein, wieso hat das eben geklappt? Bullshit. Okay, einmal machen wir noch, sonst... What the fuck, geht das nur einmal? Egal. Wir haben den Schlüssel und wir haben das Schlüsselloch dazu. Tide Cave. Oh Gott, Wasserlevel. Nicht im Ernst, oder? Ah. Na gut, so 50-50. Oh, Wasser. Nee, Wasserlevel. Das ist für mich ein Wasserlevel. Ja, natürlich. Na klar. Alles klar, Mann. Okay. Diese behinderten Fische, ey, ne? Wieso gibt's sie überhaupt? Jetzt spring doch hoch. Moah. Bist du eine Nutte. Okay, ja gut. Stein ist easy. Komme ich da hoch? Ja, da käme ich hoch. Oder? Oder auch nicht? Ja, da käme ich hoch. Alles klar, dann will ich da auch hoch. Oder? Ich probiere es einfach nochmal. Vor allem, weil ich dieses blöde Level hinter mich bringen will. Ja, Hopp. Oh, kann nicht wahr sein. Okay, ich setze mir hier mal ein Safe hin, weil das Stück schaffe ich ja relativ sicher. Einfach, damit ich das abkürzen kann, ja? Nicht, damit ich die schwierige Stelle irgendwie leichter schaffe, sondern einfach nur, um Zeit zu sparen. Das muss doch wohl erlaubt sein. Alter! Also die Herausforderung scheint jetzt zu sein, da hochzukommen, ja? Für mich zumindest. Das ist gerade die Challenge. Den Safe-Set hier unten finde ich in Ordnung, weil der spart mir einfach nur Zeit. Wenn ich jetzt da oben drauf wäre, auf dem Chuck, und da ein Safe-State setzen würde... Es würde in gewisser Weise natürlich auch Zeit sparen, aber es würde sozusagen die Aufgabe, da hochzukommen, vereinfachen. Und das finde ich, das sollte ich lassen. Oh, alter Schwede. Okay, ich könnte es schaffen, wenn ich beim ersten Mal hier hochspringe, sprünge. Ich springe, ich sprang, ich sprung. Jawohl. Okay. Und es bringt mir rein gar nichts. Geil, doch, ich konnte den Chuck überspringen. Na gut. Okay, das Prinzip des Levels habe ich, glaube ich, begriffen mittlerweile. Komm. Was? Worauf muss ich hier warten? Auf dich, okay. Ja, boah, jetzt springst du mir entgegen, alter Schwede. Und nochmal das Ganze. Gut, da ich weiß, dass ich da jetzt nicht drüber muss, wo der Stein... Chuck. Ihr könnt ruhig sagen, wie die Typen richtig heißen. Ich hab das vergessen alles. Da, er da oben. Er da oben. Hat er einen besonderen Namen? Naja, solange ich das jetzt nicht nochmal machen muss, starte ich das Level einfach nochmal neu. Passt schon. So, jetzt über dich rüber frühzeitig. Hier ist natürlich die Frage, will ich dich mitnehmen? Oder will ich dich hier gar schon benutzen? Nein! Bullshit.
Ah, ich setze sie einfach da, wo es mir angemessen erscheint. Ich meine, wenn ihr da irgendwie eine gute Safe-State-Politik wisst oder so, die ich nicht kenne oder die ich nutzen sollte, dann immer raus damit. So, was haben wir hier? Power-Up? Ja. Man riecht es mit der Zeit. Hier, die Mauer ist nicht so schön, ne? Dass sie so abgekattet aufhört. Okay, ihr seid auch alle. Gar kein Problem. Lol, was geht denn jetzt ab hier? Moment, Moment. Überlegen, Daniel, überlegen, überlege. Oh, das Wasser steigt. Och nein. Das heißt, es gibt hier Szenen, in denen ich warten muss wahrscheinlich. Das ist natürlich wieder richtig bullshittig. Darauf habe ich gar keinen Bock. So wie da oben, da hätte ich wahrscheinlich lang... Ja, ficken. Ficken einfach. Ich frage mich gerade, weshalb gibt das Spiel mir überhaupt die Option, da hochzukommen? Warum? Denselben Fehler nochmal gemacht. Okay, gönn dir eine Pause, Junge. Ah, Mist, okay. Aber ich glaube, jetzt habe ich es raus. Er springt. Jetzt kann ich hier unten hin. Er springt nochmal. Jawohl. Okay, da backt es rum. Ficken. Was gibst du mir? Oder ist das sogar der normale Weg, den ich gehen soll? Wer weiß. Ohne Kommentar. Oder wäre ich aus der Röhre wieder rausgekommen? Geheimnisse, die ich jetzt an dieser Stelle nicht lüften möchte, denn es gibt in diesem Level nur einen Ausgang. Also bemühe ich mich auch nur um den. Wow, wow, wow. Und rein ins Ziel. Bäm, den Pilz nehmen wir doch mit. Lauf, Mario, lauf, lauf, lauf. Ui, wie es blitzt. Deep Sea Ruins. Nee, ich habe keinen Bock mehr auf Wasser. Na. Ich gönne mir nochmal das Level hier oben. Ich vermute mal, da das wegen dem hochspringenden Fisch eher kurz sein wird. Einfach weil das sozusagen, denke ich mal, das ist, was in diesem Level hergezeigt werden soll. Und das ist... Also diese Fischidee ist, glaube ich, recht schnell ausgereizt und damit dürfte das Level dann auch kurz sein. Damit es nicht zu langweilig wird. Also so viel Level-Design traue ich dem Hackersteller zu. Ich erinnere zum Beispiel das Level mit den hier Blättern, die mich da so umflogen haben, ja. Das war auch recht schnell zu Ende. Weil der Witz mit diesen Blättern eben auch sehr schnell erzählt worden ist. Und auch erzählt. Wow, wow, werden konnte. Und runter. Aber das Level sieht machbar aus. Habe ich eigentlich schon einen Switch Palace verpasst? Ich hoffe mal nicht. Oder doch? Zumindest fände ich es sinnvoll, wenn ich ihn verpasst hätte. Denn wenn er schon gewesen wäre, also dann, also es würde keinen Sinn machen, wenn ich diese Vereinfachung nach Schaffen des Levels bekäme. Ich meine, häufig ist das der Fall, damit ich Level einfacher nochmal durchgehen kann, sozusagen. Aber da wir hier eine Overworld haben und die Level über die Overworld prinzipiell immer umgehen können, gibt es keine Notwendigkeit, dass ich dieses Level nochmal spiele. Ja, und damit auch keine Notwendigkeit für diese Vereinfachung. Nochmal spielen würde ich das Level natürlich... Wow! What? What? Oh Gott! Oh Gott, ich habe irgendwie nervöse Hände gerade. Ich kann nicht stillstehen. Oh, geschafft. Hui! Ja, aber kurzes Level. Naja, also ich meine, diese problematische Stelle kam ja nach dem Secret Exit und ich würde vielleicht nochmal in das Level gehen wegen des Secret Exits, aber dann hätte ich gerne die Vereinfachung davor oder wie auch immer. What the fuck, Unfinished Bridge? Als wäre das, was ich da gerade gespielt habe, fertig gewesen. Mongo, ey. State Zero saved. Liebe Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.